So, liebe Eissport-Fans, ein herzliches Willkommen aus der Kasseler Eissporthalle. Die Huskies empfangen am 18. DL2-Spieltag die Heilbronner Falken. Und es ist, ja, wenn man die nur auf die Tabelle schaut, Caracciola, ja, der hat einen guten Schuss, der geht allerdings vorbei. Das hat Andrew Herr sicherlich gesehen. Huskies können sich weiter festsetzen. Heinrich Wisniewski, Tor! Der neue Goldhelm der Huskies schlägt zu, unnachahmlich. Sehen wir jetzt nochmal aus der Hintertor. Er zieht direkt ab und da geht dagegen die Laufrichtung von Herr schwer zu halten, auch wenn es die Fanghandseite war. Und der neue Goldhelm der Huskies. Nach 90 Sekunden setzt er seinen nächsten Scorerpunkt. Hoppala, Fehler von den Falken. Aber Kosiol dann mit dem Stockfehler. Caracciola. Caracciola! Tor! Der kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Die Scheibe war erst weg. Aber sie kommt zurück zu Adriano Caracciola. Hier nochmal aus der Hintertorkamera zu sehen, wie Caracciola dann Andrew Hare im kurzen Eck erwischt. Und das ist wirklich bitter für die Falken, die sich für diesen guten Start im Mittelabschnitt nicht belohnen konnten. Dann haben die Huskies wieder auch offensiv zurück zu ihrem Spiel gefunden und jetzt ein bisschen durch Zufall, aber Caracciola ist dann da mit dem eiskalten Abschluss. 2:0 für die Huskies. Scheibe bleibt im Drittel. Da kommt der Schuss und wieder der Block gegen Justin Kirsch und jetzt die Möglichkeit aufs Empty Net. Evan McGrath. McGrath, Tor! Macht's allein. Und Justin Malin, das hatten wir jetzt nicht im Bild, ärgert sich tierisch, dass er da die Scheibe verloren hat. Beziehungsweise er war da gar nicht beteiligt, sondern Justin Kirsch wurde zweimal geblockt und dann macht es Evan McGrath allein. Falken spielen das jetzt natürlich mit 5 gegen 4 zu Ende, nicht mit 6 gegen 4. Bei 25 Sekunden macht das absolut Sinn. Elderson, oh, der war nochmal knapp. Gelingt den Falken zumindest noch der Ehrentreffer hier, den sie sich verdient hätten. McGrath kann klären und damals war es das. Die Kassel Huskies schlagen die Heilbronner Falken mit 3:0. Und Mirko Pankowski feiert einen wohlverdienten Shutout. Es ist nicht nur seine starke Leistung heute, es ist die starke Leistung, die er seit Wochen hier bringt.